Ja, Leute, was geht? Wir machen weiter hier mit Assassin's Creed Odyssey. Ja, hier haben wir noch eine Quest offen. Und, hier haben wir auch neue Git. Ja, okay, aber. Okay, wir haben das bis jetzt alle entdeckt. Okay, weil ich habe heute gehört, dass halt ein Update rauskam, dass man nicht alle, dass man, wenn man ein Gebiet komplett entdeckt hat, aber nicht alle Fragezeichen. Genau. Hm? Das. Dass man dann die Fragezeichen nachgeholt werden. Und wir machen heute erstmal, würde ich sagen, diese Nebenquest. Und dann müssen wir den Spiel noch verbessern. Stimmt, das muss ich auch noch mal machen. Ich glaube, wir sind mittlerweile Spielstufe 2, 3, 3, glaube ich, ne? War das doch erst 2? Es war verfügbar. Sind 3. Okay. Von 6. Das heißt, danach müssen wir es noch 2-mal machen. Sehr gut. Ist hier noch eine Schlacht verfügbar? Sehe ich das richtig? Ja, die ist hier. Ja, da kann man dann erstmal noch kurz die Schlacht machen. Dann, bevor die Quest, dann machen wir es andersrum. Ja, lass das so rum angehen. Ach ja, also wir haben heute wieder einiges vor. Also den Spiel auf jeden Fall verbessern. Okay, das ist ja nur eine kurze Sache. Das machen wir am Ende der Liga. Wollen wir uns am Ende der Folge also einmal machen? Machen wir am Ende der Folge, was mit zwei Ladezeiten verbunden ist. Wir können ein bisschen labern. Also mehrere Ladezeiten. Und auch so. So, hier lang, hier hoch, hier runter. Weil Assassin's Creed Odyssey ist halt echt ein langes Projekt und weil das auch so viel Zeit in Anspruch nimmt, will ich Assassin's Creed 3 erstmal nach hinten verschieben. Auch wenn wir bald, ich weiß nicht, also auch wenn es schon draußen ist. Naja, das habe ich zeitlich nicht. Würde es gerne. Aber irgendwie, ich habe schon Bock. Aber wann? Ja, da habe ich auch alles schon runtergeladen. Ist natürlich schon auf der PlayStation 4 drauf. Habe ja nicht gestartet, gehen davon aus, dass es funktioniert. Und ja. Ja, guter Schuss. Natürlich auch voll schwer auf ein stehendes Objekt zu schießen, ne? Deswegen muss man das natürlich lobend erwähnen. Und jetzt ist jetzt hier noch Klaue und ich wieder Small bekomme. Hallöchen. Ja, ich möchte an deiner Seite kämpfen. Fast. Das will ich doch ganz gerne tun. Ich meine, es gab irgendwie wieder ein Patch 1.2. Wenn uns die Adlerfrau aufsucht, dann ist Zeus uns wohl doch wohlgesonnen. Bist du hier, um unsere Grenze gegen den Athener Abschaum zu verteidigen? Mein Schwert gehört dir, Spartiat. Hervorragend. Heute wird ein schwarzer Tag für die Athener. Also wir haben schon einen guten Ruf. Na gut, wir haben schon einige Male für Sparta gekämpft. Ach ja, einige Mal. Ich habe bei einem Vater zum ersten Mal, also bei einem falschen Vater, den richtigen, den müssen wir da finden. Ja, das ist unsere Mutter. Ja. Sparta! Für Sparta, denn da Sparta was. Was? Hast du ihn erwischt? Nee. Machen wir noch sowas wie Fallout New Vegas haben, was auch noch extrem lang ist. Muss man ja einmal erwähnen, das ist halt alles echt. Wunder, wo ist der da? Hey, Tyros. Regurus, hi. Komm her. Regurus. Und deswegen, wann denn? Dann. Ich
habe eigentlich den Hauptmann genommen. Wir gewinnen bestimmt. Wo ist der nächste? Der Cowboy. Oder wie er heißt. Er hat eine schwierige Schlacht gekämpft. Ne, ich nicht. Du wirst untergehen. Hallo? Ja, geil, dass du halt deine eigenen Leute wegballern kannst. Ja, okay, jetzt sind wir halt übelst gut im Rennen. Oh, da haben wir wieder einen. Der nächste. So, gleich mal zwei Hauptmänner. Und da bleiben wir den dritten. Ja, sehr gut. So muss er denn laufen. Das ist natürlich immer was ganz, ganz Tolles, wenn wir gleich so ein paar Hauptmänner haben. Und wenn wir ein paar Soldaten, so. Die wir gerne zusammenschlagen können. Das finde ich richtig geil. Ich glaube, wenn ich so ein Sekiro kämpfen würde, das ist auch so ein Projekt halt. Als extrem viel Zeit kostet. Dann haben wir halt ganz schön viele Zeitfresser. Auch glaube ich, insofern ist halt, ich weiß nicht, wann ich den Speed 3 mache. War aber auch momentan halt auch. Jetzt noch mehr, jetzt noch eher. Hey! Okay, wir haben übelst. Wir siegen, Alter, wir siegen sowas von hart. Alter! Wow, Alter! Ich krieg ihn trotzdem, auch wenn du es nicht willst. Die Feinde glaubt man wohl denn da? Ja, so eine Schlacht ist halt auch schnell geschlagen, ne? Du kriegst halt ganz kurz mal so nebenbei hin. Und der letzte Schlag. So, da ist immer noch nicht. Also, Athenia halt euch gut. Ja, verpisst euch. Sieg. Natürlich gibt's einen Sieg. War doch klar. Und Sparta bleibt weiter Herrscher. Sehr schön, sehr schön. Oder? Mhm. Nachher Sparta zwar nicht überall, aber ich glaube in der vielen Regionen herrschen sie mittlerweile. Naja gut, das ist mir aber ist ja auch nicht, das ist glaube ich auch nicht so wichtig, aber überall. Ob die nun überall herrschen oder nicht. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Ja, ich renn kurz durch. Oh. Ah ja, Brayle hält auch kurz die Fresse.
War dir auch klar, dass das hier passieren muss. Ja, für dich, ne? Ja, ja, ist ja gut. Immer erstmal die Kleinen. Ja, ja, gut. Und der nächste. Und tschüss. Was willst du? Ah nee, das sind auch die, die, wo wir das jagen müssen, ne? Bitte hilf mir! Diese Frau. Beruhige dich. Sag mir, was passiert ist. Das sind Räuber im Wald. Mein Mann, er wollte sie verjagen. Wo waren diese Banditen? Sagtest du im Wald? Ich dachte, die Wälder von Argos sind sicher. Sie nahmen unser Essen, unser Pferd. Und mich wollten sie auch. Ich höre immer noch ihr schreckliches Lachen. Es klang so grauenhaft. Lachen? Und eine ganze Bande überfiel euch für ein Pferd? Ja. Er kann nicht alleine gegen die Banditen kämpfen. Wenn dein Mann es allein mit den Banditen aufnehmen will, dann lebt er nicht mehr lange. Bitte, ich habe ein Kind. Du musst uns helfen. Ja, jetzt hör dir mal eine Lektion. Ich finde deinen Mann und die Räuber. Gegenpaus, Maul. Und dann wird die ausgeschaltet. Der Tote eilt und alle. Ich heiße die Quest, damit wir diese Frau, finden. Als du das Kind gerettet hast, war es mir klar. Du musst einfach immer das Richtige tun. Krösus. Der Mann starb nur, um mir eine Falle zu stellen? Es ist eine Ehre, für Heras größte Priesterin zu sterben. Er starb freiwillig. Durch seinen Tod ist dein Platz in meinem Rat frei geworden. Noch kannst du dich uns anschließen. Du hast den Verstand verloren, Krösus. Das ist Wahnsinn. Eine Welt, in der Mörder wie du als Helden gelten. Das ist Wahnsinn. Das ist die Welt, die du mit erschaffen hast. Ich mache das rückgängig. Nun gut. Wenn du eine Vertreterin des Chaos sein willst, wenn du eine Mörderin sein willst, dann morde, Kind. Finde ich gut. Morden finde ich gut. Bleib bei dir. Gemeinsam über die Welt beherrscht. Gemeinsam. Gemeinsam in die Welt geherrscht. Ich glaube, das wird echt. Sag mal. Da ja, geht da mal ein Schild her. So geht's immer nicht weiter. So, Nummer 1 ist tot. Ihr habt's bei allen nicht geschafft. Schlecht. Ich werde nicht ruhen, bis der letzte Kultist meinen Speer geschmeckt hat. Ihr werdet aus der Geschichte getilgt. Ich lösche euch aus. Das ist
für meine Mutter und jede Familie, die du zerstört hast. Oh. Okay. Ja, das ist... Krösus. Was wissen wir über sie? Anbeter der Blutlinie war sie. Im Schlafgemach von Krösus stand geschrieben: Heras Abscheulichkeit. Auch wenn man gemeinhin dachte, der Schriftzug stamme von einem erzürnten Anbeter. So sagen doch manche, Krösus habe ihn selbst geschrieben, als Erinnerung an ihre Rolle als Dienerin des Kosmos. Sie verwendete ihr Leben darauf, Kinder zu entführen und zu erschergen, des grausigen Kults zu erziehen. Ein Teil von ihr liebte diese Kinder einst. Doch dieser Teil starb vor langer Zeit. Okay. Krösus war hier. Okay. Wir wissen, was ist mit ihnen? Dass er ein Kultist erwähnte, die Seherin, einen Brief an Krösus. Die Seherin, okay. Er weiß, es ist ein Mystiker. Okay. Ja, so ein hohes Level haben wir alle gar nicht, ne? Ich glaube, die gehen eigentlich alle. Jo, der Tode eilt und alle. Das stimmt wohl. Gut, plus eins. Ja gut, dann würde ich aber sagen, dass wir ins erste Mal, erstmal den Speer verbessern. Ja klar, und dann wieder hierher zurückkehren. Hier ist zwar nichts mehr an sich zu tun, aber wir haben noch ein paar, ne? Wir haben noch drei Fragezeichen, mehr nicht. Ja, bis wir dann natürlich hier hingehen, ins nächste Gebiet. Aber erstmal würde ich ehrlich gesagt... Ja. Sehr schön, dann gehen wir als nächstes dahin, denn ich würde ganz gerne den Speer komplett auf Stufe 4 bekommen. Gucken, ob nur eine Stufe geht, aber ich glaube ja. Schön, dass wir einen weiteren Kultisten bekommen. Ich gehe mal davon aus, als nächstes werden wir dann die Blutlinie auseinandernehmen. Weil die Auge des Kosmos haben wir ja schon. Die Blutlinie. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, es ist ja unfassbar viel Inhalt in diesem Spiel. Ne? Ich meine, wenn du dieses Game ja kaufst, hast du ja unfassbar viel Inhalt. Aber er ist super motivierend eingebaut. Also das muss ich dem Spiel... Oh, das ist klar, das sind gar nicht so lang. Schnell reisen. Cool. Ich muss ehrlich sagen... super toll gemacht, diese Szene. Sehr gut, dass man das sehr gut ausgearbeitet hat. Auch, dass das ja eigentlich langweilig wird. Oder wenn man ja denkt, weiß nicht, ob ich mir das jetzt noch antun möchte. Es ist tatsächlich durchgehend sehr interessant gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also, ich bin sehr, sehr begeistert von diesem Spiel. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ein Sweet-Fan bin. Ich habe ja schon oft gehört, dass es zu viel ist, aber ich bin, glaube ich, mittlerweile der Meinung, dass es echt nicht zu viel ist. Ich weiß es noch nicht. Also, ich bin ja auch ein Sweet-Fan. Vielleicht ist das so unbewusst, geht das in die Wertung so mit ein bei mir, wisst ihr? Also, wenn man ja schon automatischer Fan ist, dann sieht man es auch anders, glaube ich. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Neuübertragung. Kontakt aufgenommen. Sehr schön. Ein besserer Speer. West abgeschlossen. Besseren Speer. Dafür bekomme ich wieder 4. Speer verbessert.
Also jetzt müssen wir ja, aber haben wir Artefaktfragmente? Na gut, okay. Aber jetzt haben wir wenigstens wieder. Mist. Nur alles, was ich gerne verbessern würde, hat leider Spielstufe. Warte doch mal. Wir machen uns einfach genau das mit anderen. Zumindest mit dem Auge. Verschwinden, genau. Mein Gift benutzen wir überhaupt nicht. So. Verpiss dich, das du Gift. Dass wir vielleicht so eine Nahkampfseite haben, die haben wir ja schon komplett. Die würde ich dann noch ausarbeiten und dann eine Stealth-Seite machen. Würde ich vorschlagen. Gut, und damit haben wir es ja auch schon wieder geschafft, würde ich sagen, für diese Folge müssen wir mal rausfinden, wo waren wir letztes? Nee, da nicht. Hä, wo waren wir letztes? Akolus? Nee. Woher? Wo waren wir? Da, hier. Ja, doch, hier. Hier waren wir. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Pyrus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut rein.